Was haben wir denn hier? Platte. Ja. Ach ja, mein Inventar ist ja immer noch voll. In diesem Fall hilft nur eins. Das Mount. Einmal kurz treppen, einmal Ramsch verkaufen. Ich hab da auch so einen tollen Ramsch-Knopf. Dann. Oh, willst du neue Ini eigentlich dazu kriegt? Ah, Dienstboteneingang statt Tollen. That is very interesting. Nehmen mal die, weil die schulden will ich nicht. Okay. Nee, ich kann Quatsch. Quest beenden. So. Wir werden uns schon sehr bald wiedersehen, Mann. Stratholm Dienstboteneingang, ja? In Stahnsgrubi verlassen. Aus einem mir unbekannten Grund bin ich auf einmal müde. Was ganz plötzlich? Also im unbekannten Grund. Super, da sehe ich einen Shami, der heißt Champignon. Champignon. Mit SH. Sehr einfallsreich. Ja. Der Einfallsreichtum vom Spieler überrascht mich immer wieder. Ja, oder so wie der Ork-Todesritter der namens Bratul. Er hat einfach das Wort brutal genommen und das A und das U ausgetauscht. Mal wieder in die Gildenbank gucken. Hey, 776 Gold. Und die Gildenbank ist jetzt inzwischen komplett leer. Ja, ziemlich leer. Da hat jemand richtig gut abgeräumt. Ja. Müdigkeit steckt an. Ja, 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 ja. Okay. Da, ich kotze das an, dass es so asoziale Leute gibt, die sich das Zeug einfach nicht liegen lassen können. Dann, so. Mich wundert's eh, das sind 124 Mitglieder, die alle regelmäßig offline sind. Ein Jahr, 11 Monate, ein Jahr, 2 Monate. 23 Tage, das geht noch so halbwegs. Ein Jahr, ein Jahr, ein Jahr, ein Jahr, ein Jahr, ein Jahr, ein Jahr. Ich glaube, ich muss da mal ein bisschen gründlicher verkaufen. Wieso hat der Smelf bitte reingeschrieben? Egal. Ich glaube, ich habe wenigstens etwas mehr Inventarplatz. Ja, zurück zum Jäger. Was hat er denn beim T10 Da hat er so ein Anubarak-Viech, einen Grubenlord gehäutet. Beim T10. Ja, beim T11, das hatten wir ja schon, das war ein Murloc, den er da erwischt hat, der Jäger. T12 sah gut aus, das war auch, nehme ich mal an, jetzt nichts, was er gehäutet hätte. Ja, und dann kam Drachenseele und da war es dann wieder ein Würm oder irgend sowas, den er da gehäutet hat. Der Jäger mit seinem T13. Und das Hunter T14, was sagt uns das? Da hat er Jaungol gehäutet. Das ist die Schulter, das ist eindeutig ein Jaungol-Kopf. Ja. Lässt sich nicht abstreiten. Und was haben wir denn beim T15? Ja, genau. Das T15 war der Saurok, genau. Das T15 war der Saurok, den er da gehäutet hat. Und das C16, das war dann das Laserauge Lost in Space. So. Das irgendwie total lustig ausschaut mit diesen Strahlen. So bzzz, Cyborg. Bzzz. Ach, die wollte ich ja noch anziehen. Jo, das war das Wort zum Sonntag. Über das heute ist sogar wirklich Sonntag. Das finde ich ganz toll. Ja. Zu hier den Sätzen der Hand. Heute ist Sonntag. Dann machen wir weiter mit den Duhus. Die können ihr Equip brauchen. Ja, Straße am Dienstboteneingang bleibt nur noch. Ja. Danach hätte ich gesagt, gehen wir in die sengende Schlucht. Und um Queste. Ja. Ein bisschen Queste zwischendurch, schadet nicht. Kannst du ja in der Zwischenzeit schon mal nach Ironforge kommen. Das könnte ich, das stimmt. Du gehst über die Flugroute. Jo.
was? Ist die Horde hier? Ja, mal ein Schurke oder was reingeschlichen. Oder die Hordler machen für die Horde, das kann auch sein. Das habe ich nämlich auch letztes Mal gemacht. Das war echt cool. Forscher. Wenn überhaupt vielleicht hier irgendwo. Ja, es könnte ein einzelner Hordler auch gewesen sein. Deine Eltern sind zurück. Ja. Jetzt kommen schon die 90er angeflogen. Kommen schon die 90er angeflogen. Wo ist er? Wo ist er? Ah, ich glaube, sie sind gerade am Suchen. Ist er nicht ein Verstohlener? Wo? Oh. Den man nicht so einfach sieht. Ein Schurke oder so. Demnächst kann man, also in Trainer kann man übrigens alle Mounts, also inklusive der ganzen Flugmounts, kann man alle als Bodenmounts auch verwenden. Mhm. Jetzt kann man ja dann so einen Gron als Mount benutzen, ne? In Worlds of Draenor. Was für ein Gron? Ja, auf einem Gron kann man reiten als Mount. Der hat dann auf seinem Rücken so ein komisches Gestell, da kannst du dann drin sitzen. So, eine Quest, die man hier gleich abgeben kann. Das war ein Wasser? Ja. Ich kann hier keine Quest abgeben. Nein. Ah. Man muss sie erst annehmen. Das war jetzt lustig. Super, einer hat einen Disconnect und der Heiler ist nicht in der Gruppe irgendwie bei mir angezeigt. Ist der Heiler da? Der Heiler ist da. Bei mir hat mein Spack. Ich sehe es, ob sie in der Nähe sind oder nicht. Ja, ich sehe es auch, ob sie in der Nähe sind, aber. Also zumindest 40 Meter, also die Heilreichweite. Das ist die, die mich interessiert. Oh Mann, wer hat den Postmeister wieder geholt? Ich? Keiner pfuscht an der Post herum und schon knallt er mal seinen Knüppel hinten drauf. Ich hab nicht an der Post rumgepfuscht, das war diesmal der Kilian. Diesmal hab ich einen Brief von der Front gekriegt. Der Brief von der Front? Für 20 Silber. Der Brief von der Front ist schon geil. Ich geh mal Quests annehmen. Na, ich hab keine Gruppe hier. Die Alonsis-Kapelle. Und da ist wieder der Eligora. Rammstein. Das treffsichere Schwert des Affen. Das Katana. Das Katana. Okay, Leute, tut mir leid, ich muss die Quest doch abbrechen. Der Feuerlöscher kotzt mich an. Ja, lang durchgehalten hast du jetzt nicht. Das. Ja, schon besser. So, Mann gegen Monstrosität. Rammstein, der Verschlinger. Beste Quest hier. Der Rammstein. Mann gegen Mann. Gleich und gleich bin ich selbstig, gell. Ich glaube, das Lied ist jedem bekannt. Wir haben drei Pets mit dabei. Ein... Ja, zwei Hexer, ein Hunter. Der Hexer heißt ernsthaft Trollulolololololo? Trollulololo, ja. Trollulololo. Lustig. Ich geb meinen Kobalt einen Seelenstein, verdammt. Los, Kobalt, Seelenstein. Da war die Hunterfähigkeit immer lustig. Phönix aus der Asche. Naja. Herz des Phönix. Ja, genau so ist das. Bumm hat's gemacht. Ja, Bumm hat's gemacht. Wenn es Bumm macht, dann. Das ist A, die ist Torhexer. Irgendwie habe ich das Gefühl, kriegen wir gerade voll auf die Backe. Au. Ich bin meiner Verwüstung verfehlt. Das ist traurig. Heiler hat immer noch volles Mana, also
So schlimm kann es nicht sein. Nö. Ein Heiler umzuspielen im Low-Level ist sowieso eine Kunst. Ja, das ist ziemlich schwer. Was muss man da machen? Blitzheilung spammen? Ja, Blitzheilung ist sehr kostspielig. Wenn ich mit meinem Shami heilen der Woge spam, dann bin ich in ein paar Sekunden oben. Und das ist beim Shami auch schon eine Leistung, um sie umzuspielen. Schafft man nämlich nur, wenn man Woge verwendet. Ja, oder man ist bloß zu dritt in einer Illy. Im Tor der untergehenden Sonne zum Beispiel. Da ist der Heiler auch oben gegangen. Tor der untergehenden Sonne war ja allein. Ja, aber das, wir reden gerade von einem Krieger-Level 88, einem Shadow Priest Level 87 und einem Schamanen-Heiler Level 88. Na gut. Da ist dass da der Heiler oben geht, ist verständlich, vor allem weil wir gerade den einen Boss da hatten, der die Ed-Spell spammt und die Pfützen. Und dann noch der fette Käfer da oben. Die Gebärter haben wir ja an Silvester dann wieder. Die Bärter. André darf wieder auspacken. André, beste Grüße an dich in den Bunker. Ja. Schöne Grüße in den Führerbunker an dieser Stelle, genau. Wir freuen uns auf dein Arsenal an Waffen. Aber bitte kein Pennerfeuer hier machen. Aber kein. Naja, das Pennerfeuer, das wir damals hatten, das war unbeabsichtigt. Das war meine Batterie, die hat irgendwann einfach als Brennen angefangen. So, Moment, hier war doch auch noch irgend so ein Teil. Und. Da ist er. Das Schwertschmied der schwarzen Wache. Naja, da war meine Batterie, die hat er ausgeschossen und dann haben wir weiter unsere Böller geschossen und bla bla. Dann hat der André noch seine Batterie abgebrannt und irgendwann zwischendrin. Macht's auf einmal. Und das Ding fängt an zu brennen. Der Mob ist ja gut. Level 51. Die Quests, wenn du gesehen hast, sind auch alle. Fast alle rot gewesen. Ja, gut. Baron Aristotenspur ist rot. Gut. Jetzt schmeiße ich unserem Hexenmeister einen Chaosblitz in die Fresse. Das wollte ich schon immer mal machen. Das ist also eben unser Priester. Ups. Was dagegen gehabt, wenn du unseren Heiler gekillt hättest jetzt. Das hätte ich mal fast geschafft. So ein Heiler voll Bam. Der kreischende Bogen und die Banshee-Berührung, es ist leider Int. Das können wir jetzt nicht brauchen. Die da drin müssen wir alle killen. Hey Jungs, kommt mal her. Jo. Da ist die Party in der Hut, volle Hütte. Volle Hütte, der Erfolg, der den ICC noch fehlt. Oh, ich könnte, also, ja, voll, also, das ist einfach nur frustrierend. Du rennst da rein, brauchst nur zwei Erfolge für dein blödes Mount. Und genau die zwei, genau dieser verfickte Erfolg wird dir jedes Mal wieder versaut. Dann sagst du, wartet. 5, 6 Ed-Wellen ab und tötet die verdammten Eds nicht. Deswegen haben wir auch einen Heiler dabei, ansonsten bräuchten wir keinen Heiler für die blöde, für den blöden Raid. Aber nein, dann haben wir wieder einen Blutdicker dabei, der mit 7 das Blut rumspringt und alles tötet und dann den Boss tot klatscht. Und ich mir denke, ihr seid solche Assis und geht dann natürlich auch raus, weil sowas kann ich überhaupt nicht haben. Das. Du musst da rausgehen, bevor sie den Boss klatschen, dann hast du die ID bei dem Boss nicht. Ja, aber das in dem Moment bist du, kannst du einfach nicht. Du bist bloß am Schimpfen. Dann kommt der andere Depp daher, ja, mir fehlt ja auch noch, lass mal nochmal machen. Und ich so, Alter, wir haben ID drauf. Da ist nichts mit nochmal machen. Sind wir die Besten. Komm, lass nochmal machen. Hey Junge! Wie lange spielst du schon WoW? Noch nichts von ID gehört. Tja. Ein Raid ist keine 5er-Indie, die man einfach nochmal so schön resetten kann. Ja, komm, lass mal auch machen. Da ist nichts mit nochmal machen, Junge. Kannst du warten.
Wir kommen da nicht mehr rein bis nächste Woche Mittwoch. Guck mal kurz auf Facebook. Ich mache ihr gerade keinen Schaden. Stimmt, du machst wirklich keinen Schaden, wieso? Ja, weiß ich nicht, weil ich gerade unkonzentriert bin wieder oder so. Du und unkonzentriert halt. Dafür habe ich gerade einen 666er Hit mit meinem Schild eingekaut. Das ist gerade mit dem Paladin. Öffne den mal, ich... Oh. Geht doch.